In diesem Video erfährst du meine Meinung darüber, den Hund in der Öffentlichkeit alleine zu lassen. Geht gleich los. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber irgendwie ist für mich gefühlt, wird das immer bekloppter auf der Welt und auch nicht nur woanders, sondern auch in Deutschland und auch mit Sachen, die früher ganz normal waren, sollte man sich heute überlegen, ob man das macht. Du kennst sicherlich, so wie ich auch, Leute, die ihren Hund, also eigentlich sagen wir mal das morgendliche Gassi gehen, irgendwie gleich auch damit verbinden, irgendwie Brötchen vom Bäcker zu holen. Die den Hund dann vor dem Bäckerladen da mal kurz parken und dann gehen sie rein und kaufen ein und gehen wieder raus. Sowas meine ich gar nicht so wirklich, weil das sind Sachen, da möchte ich bestimmt nicht sagen, von wegen, das darf man nicht machen. Ich möchte aber vor allen Dingen, sagen wir mal, Leute, die jetzt mit Hunden jetzt noch nicht ganz so vertraut sind oder so, die vielleicht auch nicht gerade in einer Dorfidylle wohnen, einfach mal ein bisschen darauf aufmerksam machen, was da alles so passieren kann. Ich denke mir dann auch ganz oft so Beispiel, naja, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht in ein Geschäft reingehen und mein Kind einfach mal sagen, du wartest hier kurz draußen, weil ich hätte ein schlechtes Gefühl, was könnte jetzt dann mit dem Kind alles so passieren. Wollen wir ja gar nicht weiter ausführen. Ich denke, da kommst du selber drauf, was ich jetzt so bei dem Thema im Kopf habe. Aber es ist in der letzten Zeit, waren das sogar eben Schlagzeilen auch in einer großen deutschen Tageszeitung mit den 4 Buchstaben, dass da ein Hund dann halt nicht mehr da gesessen hat, wo ihn der Besitzer dann angebunden hat, sondern ein paar hundert Meter weiter im Stadtpark dann am Baum angebunden tot war, ne? Oder verletzt war oder geklaut war. Einfach so, du lässt doch nicht auch irgendwie so irgendwie was Wertvolles, was dir halt wirklich was wert ist, lässt du doch nicht auch einfach irgendwo liegen im völligen Gottvertrauen, da wird schon nichts passieren. Und leider ist das so, dass man mit sowas irgendwie rechnen muss. Und also ich würde das immer, also wirklich vermeiden, dass ich meinen Hund irgendwo mit hinnehme, wo ich weiß, ich muss ihn mal außer Augen lassen. Weil manchmal sind das gar nicht mal Sachen, die jetzt da wirklich in die Richtung gehen, dass dem Hund dann wirklich was angetan wird. Aber was ist, wenn jetzt dein Hund schon, sagen wir mal, gewisse Unsicherheiten hat, einem Menschen gegenüber? Du bist nicht dabei, du siehst nicht, was fremde Menschen mit deinem Hund dann anstellen. Die meinen es oft eben ja auch nicht böse, aber die gehen dann vielleicht hin und sagen, oh, was sitzt du hier ganz alleine, haben die dich alleine, ja, was ist denn, was ist, wenn dein Hund dann beißt und du bist nicht dabei? Der Hund, der will das vielleicht nicht machen, aber wenn der irgendwo dicht angebunden ist und er kann nicht mehr weg und er wird praktisch, ja, das ist ja für den Hund praktisch eine Bedrohung, wenn ein Fremder sich dann nähert, was willst du da einwirken oder so? Das sind alles Sachen, die würden mich immer davon abhalten, dass ich das mit meinem Hund tue. Wie gesagt, der Metzgerladen, wo ich dann durch die Scheibe durchgucken kann, was da jetzt los ist, das ist vielleicht was anderes. Aber ich gehe nicht in ein Geschäft und kaufe da in aller Seelenruhe ein und guck dann, ob danach mein Hund noch da ist oder ob er unversehrt ist oder nicht vielleicht sogar, jetzt, ich will nicht sagen traumatisiert, aber Sachen erlebt hat, die einfach nicht gut sind für meinen Hund. Ne? Ich will nicht, dass mein Hund, weil Menschen sagen wir mal so, eigentlich was normal sein sollte, nicht beachten, da irgendwie drauf auf die Idee kommt, dass er fremde Menschen abwehren muss, wenn er da irgendwo liegt. Und deswegen kommt von mir also eindeutig die Ansage, dass ich das nicht tue. Ich gehe mit meinem Hund vorher Gassi, dann bringe ich den nach Hause und dann kaufe ich ein. Ne? Oder ich lasse ihn im Auto warten, wenn es dann die Witterungslage zulässt. Aber ich lasse ihn nicht alleine in der Öffentlichkeit, weil es ja irgendwie gefühlt immer mehr Vollpfosten gibt, die da Sachen machen, wo du halt nicht mehr davon ausgehen kannst, dass man das einfach, dass es einem der normale Menschenverstand verbietet, solche Sachen zu tun. Ne? Ja, also eindeutiger Tipp, mach das nicht. Lass deinen Hund nicht in der Öffentlichkeit alleine und setze ihn damit eben Einflüssen aus, die du nicht selber unter Kontrolle hast. Das war meine Meinung zu dem Thema. Also, ja, wir sehen uns wieder in einem meiner nächsten Videos. Alles Gute, deine Steffi.